Von den späten 60er bis in die frühen 80er Jahre war Dean Kenyon einer der weltweit führenden Theoretiker der chemischen Evolution, die ausschließlich mit Hilfe natürlicher Vorgänge zu erklären versucht, wie das Leben auf der Erde entstanden ist. Dean Kenyon stieß auf ein wesentliches Problem. Um die Entstehung des Lebens zu erklären, musste er zuerst die Entstehung der wichtigsten Bausteine der lebenden Zelle erklären, nämlich die der komplexen Proteinmoleküle. Proteine erfüllen sehr viele Aufgaben in der Zelle. Dean Kenyon wusste, dass Proteine für die Entstehung ersten Lebens genauso unverzichtbar waren wie für die heute lebenden Zellen. Zudem erkannte er die Komplexität ihres Aufbaus. Proteine wiederum bestehen aus kleineren chemischen Einheiten, den Aminosäuren, die in langen Ketten miteinander verbunden sind. In diesen Zelleinheiten und den proteinbildenden Aminosäuren begegnen wir einem sehr hohen Grad architektonischer Komplexität. In der Natur werden 20 verschiedene Aminosäuren zur Herstellung der Proteinketten verwendet. Biologen vergleichen sie mit den 26 Buchstaben des Alphabets. Die Buchstaben des Alphabets können unzählige Kombinationen ergeben. Doch ob sich sinnvolle Wörter und Sätze bilden, wird von der Reihenfolge der Buchstaben bestimmt. Richtig angeordnete Buchstaben ergeben also einen sinnvollen Text. Andernfalls ergibt sich ein absolutes Durcheinander. Das gleiche Prinzip gilt für Aminosäuren und Proteine. Es gibt mindestens 30.000 Proteine, die alle aus unterschiedlichen Kombinationen derselben 20 Aminosäuren bestehen. Angeordnet wie Buchstaben bilden sie sehr lange Ketten. Nur in der richtigen Reihenfolge zusammengesetzt, faltet sich die Aminosäurekette in ein funktionierendes Protein. Die Reihenfolge der Aminosäuren bestimmt die spezifische Faltung, aus der sich dann die dreidimensionale Struktur des Proteins ergibt. Diese Anordnung ist entscheidend. Denn wenn sich die Aminosäuren falsch aneinanderreihen, bildet sich eine nutzlose Kette. Und anstatt sich in ein Protein zu falten, wird sie in der Zelle wieder abgebaut. Wie geschriebene Sprachen oder Computercodes besitzen Proteine ein hohes Maß an Spezifikation. Die Funktion des Ganzen hängt von der korrekten Anordnung der einzelnen Teile ab. Aber wodurch wird die genaue Reihenfolge der Aminosäuren und damit die Form und Funktion der Proteine gesteuert? Kenyon sah sich gezwungen zu erklären, wie sich die ersten Proteine auf der Urerde ohne die Hilfe genetischer Information formieren konnten. Denn die Aminosäureketten in gegenwärtig lebenden Zellen bilden sich nicht durch die Anziehungskräfte zwischen ihren Einzelteilen, sondern werden durch Baupläne bestimmt, die in einem anderen großen Molekül der Zelle gespeichert sind, der DNA. Im DNA-Molekül begegnete Dean Kenyon einem Phänomen, das er nicht mit natürlichen Vorgängen erklären konnte. Denn die DNA-Doppelhelix-Struktur ist voller Information. Exakt aufeinander folgende chemische Verbindungen, die man mit den Buchstaben A, C, T und G bezeichnet. In der geschriebenen Sprache wird Information durch die genaue Anordnung von Buchstaben vermittelt. Genauso werden die Bauanweisungen für die Zusammenstellung der Aminosäuren zu Proteinen durch die Sequenz der Basenpaare entlang der DNA bestimmt. Dieser chemische Code wird Sprache des Lebens genannt und stellt das komprimierteste und ausgefeilteste Speichermedium für Information im ganzen uns bekannten Universum dar. Je länger ich meine eigenen Studien fortführte, desto klarer wurde mir, dass die Theorie der chemischen Evolution mehrere Schwachstellen besaß. Und weitere Experimente zeigten, dass Aminosäuren nicht die Fähigkeit besitzen, sich von selbst in biologisch sinnvollen Sequenzen aneinanderzureihen. Mit der zunehmenden Schwäche seiner Theorie und der wachsenden Anzahl wissenschaftlicher Daten über die zentrale Rolle der DNA konfrontiert, musste Dean Kenyon die absolute Notwendigkeit genetischer Information anerkennen. Je mehr mir bewusst wurde, dass wir in unserer Forschung alle ein enormes Problem vernachlässigt hatten, nämlich die Frage der Herkunft der genetischen Information selbst, desto radikaler musste ich schließlich meinen ganzen Standpunkt revidieren. Eine neue Frage rückte für Dean Kenyon in den Vordergrund. Was war die Quelle der biologischen Information in der DNA? Zudem war Dean Kenyon nicht entgangen, dass die meisten Forscher den Gedanken verworfen hatten,
dass die zum Bau der ersten Zelle notwendige Information ausschließlich durch Zufall entstanden sei. Es ist mehr als unwahrscheinlich, dass sich auch nur eine einzige Zeile aus Shakespeares Hamlet bildet, indem man Scrabble-Buchstaben auf eine Tischplatte fallen lässt. Aber um die genetischen Anweisungen darzustellen, die zur Herstellung der Proteine eines Einzellers nötig sind, wären Hunderte von bedruckten Seiten Papier erforderlich. Natürlich glaubten ernsthafte Evolutionsbiologen nicht, dass das Leben ausschließlich per Zufall entstanden war, sondern dass die natürliche Selektion auf zufällige Veränderungen von chemischen Verbindungen wirkte und so zum ersten Leben geführt hatte. Per Definition kann die natürliche Selektion nicht schon vor der Existenz der ersten lebenden Zelle gewirkt haben. Denn sie kann nur auf Organismen wirken, die sich selbst vervielfältigen können. Also auf Zellen, die mit Hilfe ihrer DNA ihre genetischen Veränderungen weitergeben. Ohne DNA keine Selbstreplikation. Aber ohne Selbstreplikation keine natürliche Selektion. Somit kann man die natürliche Selektion nicht zur Erklärung der Entstehung der DNA heranziehen, ohne die Existenz dessen vorauszusetzen, was eigentlich zu erklären ist. Zufall, natürliche Selektion und die Theorie der Selbstorganisation versagten bei der Erklärung der Entstehung der genetischen Information. Jetzt, Jardine Canyon, nur noch eine Alternative. Es besteht nicht die geringste Wahrscheinlichkeit für eine Entstehung des Lebens durch eine chemische Evolution. Nicht einmal für die einfachste Zelle. Nachdem Canyon seine Theorie verworfen hatte, brachte die Wissenschaft die Details eines ganzen Informationsverarbeitungssystems zum Vorschein, die Kennzeichen von intelligenter Planung tragen. Mittels Computeranimation können wir in der Zelle selbst dieses beeindruckende System bei der Arbeit sehen. Nach dem Eintritt in den Zellkern sehen wir die eng gewickelten DNA-Stränge, worin die Pläne gespeichert sind, die zum Bau der Proteine in einem Organismus notwendig sind. In einem Vorgang, der als Transkription bezeichnet wird, wickelt zuerst eine molekulare Maschine einen Abschnitt der DNA-Helix ab, um die genetischen Anweisungen freizulegen, die zur Herstellung eines bestimmten Proteins nötig sind. Eine andere Maschine kopiert diese Anweisungen, indem sie ein Molekül herstellt, das Messenger-RNA genannt wird. Ist die Transkription abgeschlossen, transportiert der RNA-Strang die genetische Information durch den Kernporenkomplex. Die Schleuse, die den Import und Export des Zellkerns reguliert. Der Messenger-RNA-Strang wird zum Ribosom geleitet, einer zweiteiligen Molekülfabrik. Nachdem er dort gut befestigt ist, beginnt der Vorgang der Translation. Im Ribosom setzt ein molekulares Fließband eine spezifisch angeordnete Kette von Aminosäuren zusammen. Diese Aminosäuren werden aus anderen Bereichen der Zelle herantransportiert und dann an die oft hunderte von Gliedern zählende Kette angefügt. Ihre Reihenfolge legt die Art des hergestellten Proteins fest. Die fertige Kette gelangt vom Ribosom aus in eine tonnenförmige Maschine, die ihr hilft, sich in die exakte, für ihre Funktion entscheidende Form zu falten. Nachdem die Kette in ein Protein gefaltet wurde, löst sich das Protein und wird von einer anderen molekularen Maschine zu seinem genauen Einsatzort eskortiert. Es ist überwältigend, auf dieser Größenskala einen so fein abgestimmten Apparat zu beobachten, der die Zeichen von Intelligenz in Design und Herstellung trägt. Vor uns liegen die Details eines unglaublich komplexen Reiches genetischer Informationsverarbeitung. Und genau in diesem neuen Reich molekularer Genetik entdecken wir die überzeugendsten Beweise für Design auf der Erde. Tatsächlich gibt es im ganzen uns bekannten Universum nichts, das mehr und effizienter Informationen speichern und übertragen kann, als das DNA-Molekül. Das komplette menschliche Genom umfasst etwa 3 Milliarden Buchstaben. Die spezifische Anordnung der chemischen Buchstaben im DNA-Molekül ermöglicht es, detaillierte Anweisungen und Informationen zu übertragen. Genauso wie Buchstaben in einem sinnvollen Satz oder Binärziffern in einem Computercode. Während des 19. Jahrhunderts glaubten die Wissenschaftler, dass es 2 grundlegende Größen gab: Materie und Energie. Aber zu Beginn des 21. Jahrhunderts stellen wir fest, dass es eine dritte fundamentale Größe gibt: die Information.
Ein Problem mit der Evolutionstheorie besteht für mich darin, dass sie willkürlich eine ganze Kategorie von Ursachen ausschließt, bevor die Indizien eine Chance bekommen, beachtet zu werden. Und die Ursache, die ausgeschlossen wird, ist die Intelligenz.